Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War Thunder auf Remco LP, euer Remco! Leute, wie geht's, wie steht's? Ja, da sind wir wieder und wir zocken eine kleine hübsche Runde War Thunder. Aber das hat der Spaß doch gerade gesagt. Ja, das hat der Spaß gerade gesagt, aber so, ja. Ich wollte zwar eigentlich nur eine Arcade-Schlacht aufnehmen, hab aber dann mitgekriegt, als ich in der Schlacht war, wie durf ich der Fahrzeugfunke? Ja, das heißt ja nur eins. Man hat ein realistisches Battle gestartet. Und meine Fresse, wie viel ist denn hier los? Panther, Tiger, Panther, Panther, Tiger. Kann das sein, dass im realistischen alle Panzer dann so, wie sagt man so schön, dass dann nicht mehr alle Panzer zusammengewürfelt werden, der jeweiligen Nation? Da hinten haben wir einen. Okay. Panzer, ne? So wie es aussah. Deswegen fahren wir irgendwo, da ist auch noch ein Punkt. Ah, alles klar. Ich verstehe. Ne? Jetzt haben wir hier das Problem. Weil der Panzer natürlich sein. Und, oh doch, kann er. Nice. Aber ich sehe nichts. So, das. Gegner explodiert, okay. Wo sind die Schweinebacken? Wo sind sie, die Schweinebacken? Hinten ist einer angeblich. Tatsache, da fährt einer durch. Oh nice, Kettenlaufweg nur getroffen, aber er ist kampfunfähig. Jawohl! Weg ist er! Der Hund, der. Verdammt. Wir sehen auf mich geschossen. Wir müssen weg hier. Wir müssen hier weg. Ich muss ehrlich sagen, die realistischen Battles gefallen mir echt gut. Das ist mal eine richtige Herausforderung. Danke an Ozy Grozy. Der mal so, wo ich mal mit ihm zusammen gespielt hat, der meinte, ob ich mal realistische Battles mit ihm fahren würde. Da habe ich so gesagt, na klar, warum nicht, ne? Da hat man zu verlieren, ist nur ein Spiel. Und ist ja alles hier eh nur just for fun. Schade. Ein bisschen weiter vor. Jetzt wird er dann schon raus. Na, wo sind sie? Okay, da kommt keiner. Jetzt habe ich das Rohr da hingeschoben und jetzt kommt bestimmt gleich von hier einer. Na, bleib da, Junge, bleib da stehen. Ah, verdammt, ich ist ja weg. Na, wo seid ihr? Ihr Hunde.
Oh, zu kurz. Verdammt noch mal. Ich natürlich aber auch nicht zu weit vortrauen. Wenn ich das gleich einen krieg. Warum alles in der Welt ist der Baum gerade gefallen? Macht doch keinen Sinn. Warum ist der Baum gefallen? Wir fahren mal, wir rücken mal vor mit. Schade, da haben wir nur einen. Ist noch einen erwischt jetzt erstmal? Da brennt was. Wieso brennt da was? Einfach nichts von Bedeutung zu sein, was da so gerade so vor sich hin fackelt. So, fällt schon so. Okay, alles klar. Dann wollen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass wir abgeschossen werden, glaube ich. Gerade eine Flak geschossen, ja, das sag ich doch, siehst du doch. Oh nein, wir sehen die nicht. Fuck it. Schade. Okay, jetzt aber hier schnell, komm. Braucht jemand Hilfe, obwohl, ne, hat er schon geschafft. Alter, wie weit muss man denn hier hochziehen mit dem MG? Okay, aber das ist auch schon eine ganz schön beträchtliche Entfernung. Das ist doch immer nicht gut. Ja, da ist nichts. Also ich werde da nichts ziehen. Schade, ich dachte, hier geht es ein bisschen mehr ab. Aber irgendwie... So, der Tanz der Toten. Oh, was ist da? Da wurde einer markiert. Ist jetzt aber jetzt natürlich die Stadt dazwischen und wir können es nicht sehen, verdammte Hacke, ey. Man kann halt nicht alles haben. Oh, was? Oh. Entschuldigung, ich hab durch mein Fernglas geluktet. Schossen nicht. Einfach mal abschießen, einfach mal Abschuss. Nee, hin. Wo sieht denn der da was? Oder um? Nein. Hallo, setz hier mit dem MG. Ich muss nachladen.
Noch mehr Freundchen. Ich funktioniere jetzt einfach als Flak hier. Die Artillerie kann nur Panzer machen, das heißt, wir müssen hier weg. Schneller! Wow! Was war das denn gerade? War das ein Schuss? Verdammte Hacke, da hinten steht ja einer. Hey, runter! Abtauchen! Schützenansicht, Schütze! Verdammte Hacke. Na super. Ah, diese verdammten Bomber, Alter. Wie im Arcade, ey. Jetzt brauche ich eigentlich nicht einsteigen, oder? Komm, fahren wir. Da wurde mir gerade was angezeigt, wird. Oh, vorwärts hier. Dann ist doch nichts. Also er ist schon irgendwo ein panzerfeindlich, aber wo? Seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Naja, ist auch nicht so schlimm. Wie ist der kaputt? Och Mann, oh! Sind das auch ein Panzer? Mal gucken, ob wir den getroffen hätten. Einfach mal just for fun. Ne, wäre daneben gegangen. Ein bisschen höher ziehen auf der Entfernung. Okay, gut zu wissen. Und. Oh, damit ist die Runde auch schon vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde im Arcade-Schlachtmodus. Und er spielt jetzt U-Boot, sagt er, oder was? Auch nicht schlecht. Na, lass ihn mal tauchen. Bis zu diesem, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Remco auf Remco LP. Ciao, ciao.